Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Heute habe ich mal wieder was ganz Kurzes zu berichten, weil der Devlog nicht mehr lange hin ist. Nämlich nur noch exakt eine Woche und dann ist auch schon wieder Dezember und somit kurz vor Weihnachten. Die Neuigkeit dreht sich über ein Tier, aber nicht über eins, welches im Trailer gezeigt wurde, sondern über eins, welches generell noch nicht gezeigt wurde. Vor ein paar Tagen habe ich es gesehen, ich habe die Bilder auch schließlich gefunden und jetzt wollen wir doch mal ansehen, was das ist. Dazu muss ich aber betonen, dass es sich hierbei um ein sehr kleines Bild handelt. Die Originalauflösung ist in dem Fall eigentlich viel niedriger, aber es zeigt uns trotzdem schon etwas ganz Besonderes, nämlich dieses Tier hat eine Bindestrichpupille. Wer schon einige Modelle von Prehistoric Kingdom sich angesehen hat, der müsste eigentlich wissen, dass es manche Tiere gibt, die da aus Designsgründen eine Bindestrichpupille besitzen. Und diese Tiere sind vor allem überwiegend Pflanzenfresser. Aufgrund der Schädelform und der Bindestrichpupille kann man vielleicht sogar vermuten, dass es sich um einen Ceratopsiden vielleicht sogar handeln könnte. Aber um welchen? Und dann fragt man sich natürlich, schon wieder ein Ceratopside, weil wir sehen ja Triceratops prostus, Triceratops horridus und Nasutoceratops auch haben allesamt eine Bindestrichpupille. Aber warum gibt es eigentlich Bindestrichpupillen? Bindestrichpupillen bzw. horizontale Pupillen, die aussehen wie ein Strich, sind gerade bei Wiederkäuer sehr häufig, wie zum Beispiel Pferde, Schafe, Ziegen und auch Kühe. Die Form dieser Pupille lässt sie viel mehr sehen als zum Beispiel eine normale Pupille. Wiederkäuer haben allgemein schon ziemlich nach vorne gerichtete Augen, die sich zwar auch an der Kopfseite befinden, aber so ausgerichtet sind, dass sie sogar vor allem ziemlich weit nach hinten sehen können. Und gerade die Designer von Prehistoric Kingdom haben sich gedacht, dass pflanzenfressende Tiere wie zum Beispiel Triceratops oder vielleicht andere Dinosaurier auch eine Art Pupille haben sollten, die wie eine Art Bindestrich wirkt, aufgrund dessen dieser Features, weil es vor allem pflanzenfressende Dinosaurier sind, welche vor allem auf Sicht getrimmt sind. Aber die Vermutung geht sogar schon ziemlich weit inne, dass es sich bei diesem Tier um den Pachyrhinosaurus handelt. Tatsächlich wird ein Remake des Pachyrhinosaurus schon längst erwartet und deswegen wird es wohl auch Zeit, dass wir diesen Dinosaurier zu Gesicht bekommen. Der Pachyrhinosaurus war über Nordamerika verbreitet bis hinauf nach Alaska. Dieses Tier bildet mit drei Arten eine ziemlich große Pachyrhinosaurus-Familie, welche sich vor allem auf den gesamten nordamerikanischen Kontinent verteilen und dementsprechend auch andere Spezien beinhalten. Eines dieser Pachyrhinosaurier wird sogar vermutet, dass diese sogar ein ziemlich dichtes Federkleid trugen, fast so ähnlich wie ein Bison oder ein Yak heutzutage. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ein Pachyrhinosaurus schon längst erwartet wird, weil nämlich jeder einfach wissen will, ob es dieses Gefieder gibt oder nicht. Denn im Concept Art von Pachyrhinosaurus gibt es nämlich genau dieses Design. Und es wurde gemunkelt, dass dieses Design sogar verbessert und dann sogar übernommen werden soll. Allerdings sind diese Concept Arts noch so ziemlich vom Anfang der Entwicklungsphase des Spiels. Das erkennt man vor allem daran, dass man zum Beispiel den arktischen Troodon hat oder den Nanuxaurus oder den Pachyrhinosaurus halt in seinem pelzigen Design. Dazu muss man aber betonen, dass von den drei Spezien nur der Pachyrhinosaurus durchgekommen ist und sowas wie der arktische Troodon und der Nanuxaurus nicht hinzugekommen sind. Dem Fall ist nicht mal gegeben, ob der Pachyrhinosaurus überhaupt so einen gefiederten Variant-Skin erhält. Aber cool wäre es irgendwie, weil es wird doch irgendwie schon ein bisschen anders. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass dieser kleine Schnipsel eventuell sogar ein Pachyrhinosaurus darstellen könnte. Wenn nicht, dann ist es vielleicht sogar gegebenenfalls vielleicht auch ein Nasutoceratops. Wir haben zwar schon einen, aber von dem wurden als einziges noch nicht die Varianten gezeigt. Aber wie gesagt, man kann sich auch überraschen lassen. Und in etwa einer Woche erfahren wir eben mehr.
Und zwar genau in einer Woche. Denn am 30. ist nämlich wieder Devlog und vielleicht erfahren wir da mehr über dieses kleine Schnipselchen, was wir hier sehen. Jedenfalls haltet bis dahin die Augen und Ohren offen. Ich werde natürlich auch für euch mit unterwegs sein und werde euch darüber berichten. Bis dahin abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.